Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es geht weiter in meiner kleinen Serie zum Thema Slim Wallets. Heute habe ich zwei Produkte aus dem Hause Fagarair vor mir stehen. Ihr seht schon, alleine von der Farbvariante her, von der Farbaufmachung ist hier endlich auch mal was für die Damenwelt dabei. Weihnachten steht vor der Tür. Vielleicht habt ihr euer passendes Geschenk schon gefunden. Der Hersteller hat mich vor ein paar Tagen gefragt, ob ich nicht Interesse daran hätte, seine Produkte auf meinem Kanal vorzustellen. Ich habe mir dann natürlich bei Amazon die verschiedenen Varianten angeschaut und direkt festgestellt, dass hier wirklich endlich mal jemand auch parallel den Weg für die Damenwelt geht und verschiedene Farboptionen speziell dafür anbietet. Das hier ist zum Beispiel Creme mit Pink. Es gibt es aber auch nochmal mit Creme und Türkis. Sieht sehr, sehr schön aus. Kann natürlich auch von Männern verwendet werden. Und dann die Klassiker hier einmal Cognac und einmal Schwarz. Da ist wirklich für jeden was dabei. Ist ein Echtleder, ein echtes Rindsleder, in dem Fall Glattleder. Von der Verarbeitung her sind die Teile wirklich super und ich würde vorschlagen, dass wir uns die natürlich jetzt im Detail anschauen. Bevor wir damit aber starten, kleiner Disclaimer, diese beiden Produkte wurden mir für dieses Video kostenfrei zur Verfügung gestellt. Wie immer wurde ich inhaltlich aber nicht beeinflusst. So, ich packe die mal zur Seite und halte direkt die beiden Wallets mal in die Detailcam, damit ihr das besser sehen könnt. Und wie gesagt, ich habe es gerade erwähnt, die sind von der Bauart komplett identisch. Es ist das gleiche Wallet, was hier eben nur in verschiedenen Farben daherkommt. Deswegen lege ich das mal kurz zur Seite, weil das hier ist schon befüllt, damit ich euch das Ganze vom Konzept und auch von der Verarbeitung mal im Detail zeigen kann. Also wie gesagt, hier Cognac Braun gefällt mir persönlich bei Wallets einfach immer sehr, sehr gut. Ist eine schöne klassische Farbe. Hier sind auch jeweils dann die Nähte, die das Ganze zusammenhalten, in der gleichen Farbe wie das Wallet. Hier sieht man es auch wunderbar. Bei der Option sieht man das in dem Cremeton auch dann der Fadencreme ist und in dem Pink dann auch der Fadenpink ist. Also hier hat man sich wirklich Gedanken gemacht und das Ganze optisch aufeinander abgestimmt. Sowas gefällt mir immer sehr gut, obwohl es Kleinigkeiten sind, aber da sieht man einfach, dass sich da bei dem Design wirklich jemand Gedanken gemacht hat. Ja, dann das Logo hier, Fagarair, hier seht ihr es, ist einmal eingeprägt, gehe ich mal davon aus. Auf der Rückseite steht auch nochmal Handmade for you und hier sieht man auch wirklich, dass die Nähte alle super sauber verarbeitet sind, auch wenn man es aufklappt und mal irgendwie dran zieht, man merkt wirklich, dass das stabil ist, also das lässt überhaupt gar keinen Zweifel daran, dass dieses Wallet auch länger als eine Woche in der Hosentasche übersteht und das ist bei so einem Artikel natürlich immer extrem wichtig. Ich muss abspicken, 28,90 Euro kostet es, das auch, egal welche Farbvariante ihr euch raussucht, wie gesagt, zum Zeitpunkt des Videos auf jeden Fall 28,90 Euro und das ist eine kleine Besonderheit, obwohl der Formfaktor wirklich, wirklich klein ist, ich lege es hier mal auf meine Handfläche drauf. Da seht ihr, es ist also ungefähr so groß wie meine Handfläche, also minimal größer als die Plastikkarten, die da drin stecken, passen hier in Summe laut Hersteller bis zu 14 Karten in dieses Wallet rein. Es gibt hier verschiedene Abteilungen, nenne ich es mal. Ich klappe es auf. Auf der Rückseite haben wir nämlich einmal das Hauptcompartment, wenn man es mal so nennen möchte, mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Slots für Karten. Wenn man die doppelt belegt, passen hier alleine schon 12 Karten rein. Es lässt sich wunderbar einfach einstecken und entnehmen. Mir ist aufgefallen, dass selbst wenn das Wallet einmal komplett geschlossen ist, habe ich die Möglichkeit, an diese Karten hier, auf jeden Fall die oberen Karten, problemfrei dran zu kommen und die auch wieder einzustecken. Und das, wie gesagt, selbst wenn das Wallet komplett geschlossen ist. Es gibt hier vorne nochmal zwei Taschen, die sind extra für so einen Quick Access vorgesehen, aber wie gesagt, selbst in dem Hauptabteil hinten kommt man hier an die oberen Karten recht problemfrei auch geschlossen dran. Ja, dann hier unten ist extra so eine kleine Lederlasche eingearbeitet, die verhindert, dass das, was hier drin platziert wird, rausrutscht. Ich kann natürlich hier Geldscheine einfach einmal seitlich gefaltet nehmen und kann das hier seitlich in das Wallet einschieben, dann mit der Lasche mit dem Druckknopf schließen, so dass hier nichts rausfallen kann. Da fällt auch nach oben nichts raus. Also das ist wirklich eine super sichere Sache. Auch die Karten halten hier problemfrei drin. Ihr seht, da kann ich schütteln, da passiert wirklich überhaupt gar nichts. Das ist beliebig. Ich sage mal hier, könnte ich natürlich auch Kassenzettel falten, einstecken, wenn ich unterwegs bin, Bewirtungsbelege. Also das ist sicherlich was, was auch im Business-Einsatz dann sehr gut funktionieren kann und funktionieren wird. Von daher ist hier sehr, sehr viel Platz, nicht nur für Karten, sondern eben auch für Belege, für gefaltetes Bargeld etc. Also das gefällt mir speziell im hinteren Bereich schon mal sehr, sehr gut. Dann im vorderen Bereich gibt es
zwei verschiedene Taschen. Einmal die hier und dann hier vorne noch so eine kleinere. Hier kann ich natürlich beliebig Dinge reinstecken. Hier habe ich jetzt speziell mal meine Karte mit reingepackt, die Kreditkarte, die ich am häufigsten brauche. Ich glaube, so ist es mitunter auch vorgesehen. Hier oben so eine schöne Öffnung, so eine schöne Kerbe, dass ich da problemfrei rankomme. Man sieht auch, dass hier mitgedacht wurde, weil auf der linken Seite diese Lederlasche wirklich nicht komplett zugenäht ist, so dass ich hier ganz schlecht und kaum drankomme, sondern ich kann hier auf der linken Seite die Lasche einfach ein bisschen zur Seite klappen und komme hier super einfach, super easy an die Karte ran. Also da hat sich vom Design auf jeden Fall jemand Gedanken gemacht und dann wird es, wie gesagt, einmal hier mit dem Druckknopf zusammengehalten. Das passt ganz gut. Auch hier kann ich natürlich wieder Kassenbelege oder auch Geldscheine hier reinstecken. Also da ist der Fantasie wirklich freien Lauf gelassen. Ihr könnt es genauso nutzen und einteilen, wie ihr das für euer tägliches Setup als sinnvoll erachtet. Und dann haben wir hier vorne nochmal so eine kleine Tasche. Die ist natürlich, je nachdem, wenn hier viele Karten drin sind, auch ein bisschen enger. Und das ist auch gut so, weil, wenn ich jetzt hier mal den obligatorischen Euro habe für den Einkaufswagen, dann kann ich den hier vorne mit reinpacken. Das Wallet ist natürlich nur bedingt geeignet für Bargeld hier mitzutragen. Wenn ihr das aufrecht in eurer Hosentasche drin habt, dann geht das natürlich vollkommen in Ordnung. Aber ihr seht, sie ist kein abgeschlossenes Kleingeldfach. Also mit dem Schütteln fällt dann der Euro hier schon raus. Aber da wird es auch nicht für beworben. Da ist es auch nicht für entwickelt speziell. Der Vollständigkeit halber möchte ich das aber gerne erwähnen. Und wie gesagt, wenn ich den komplett hier unten reinfallen lasse, dann fällt der auch nicht wirklich schnell raus. Je nachdem, wie es liegt und wie stark dann geschüttelt wird. Für so einen Einkaufswagen Euro geht das vollkommen in Ordnung. Wenn ihr sehr viel Kleingeld, sehr viel Wechselgeld habt, dann sehr wahrscheinlich nicht. Ja, schauen wir nochmal durch, ob ich irgendwas vergessen habe. Verarbeitung haben wir uns angeschaut. Die Lasche mit dem Druckknopf, der im Übrigen wirklich sehr fest hier drin sitzt und sehr, sehr gut hält. Dann hier hinten einmal das Hauptcompartment mit den 6 Kartenslots, die, wenn sie doppelt belegt werden, wirklich 12 Karten fassen. Hier einmal seitlich gefaltet die Geldscheine rein. Hier nehmen wir einfach nochmal den 5er und falten ihn auch mal seitlich und packen den auch hier hinten mit rein. Ihr seht, das ist überhaupt kein Problem. Hier vorne Quick Access, entweder für weitere Karten oder aber auch für Belege, für was auch immer. Hier vorne nochmal die Tasche. Und damit ihr es mir auch glaubt, einmal zur Vollständigkeit, nehme ich hier nochmal die Variante für die Damen. Ihr seht es, auch wieder feinstes Glattleder, überall gleich gehalten von der Aufteilung hier hinten. Hier kommen eben einfach nur andere Farben zum Einsatz. Ja, schauen wir nochmal auf meinen schlauen Zettel, ob ich irgendwas vergessen habe. Es sieht aber nicht so aus. Also kommen wir direkt zum Fazit. Ihr bekommt hier von Fegarea zu einem wirklich bezahlbaren Preis ein super verarbeitetes Echtleder-Slim-Wallet mit vielen verschiedenen Farboptionen, sodass für jeden was dabei ist, entweder klassisch in braun oder schwarz oder aber eben auch poppiger hier mit einer schönen pinken Applikation oder in türkis. Da ist wirklich für jeden was dabei. Es passt eine Menge rein. Ihr könnt eine Menge Karten mitnehmen, aber auch Belege, Geldscheine. Hier lässt wirklich das Wallet oder das Design des Wallets lässt wirklich eine Menge Spielraum für das, was ihr so tagtäglich dabei habt, sodass ich glaube, ihr bekommt hier einfach ein sehr, sehr schönes Package, das sicherlich auch sehr viele von euch interessiert. So, das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, bedanke mich natürlich auch nochmal bei dem Hersteller für die kostenfreie Zurverfügungstellung. Ich würde mich über einen Daumen nach oben für dieses Video und ein Abo auf meinem Kanal freuen. Und ja, wir sehen uns dann spätestens in einem meiner nächsten Videos wieder. Macht es gut!